Lange wurde die neue Ära befürchtet. In Genf feiert das Novum Weltpremiere. Ein BMW ohne Heckantrieb. Active Tourer heißt Van Hooydonks neuestes Werk auf Basis der Zweierreihe. Für Verfechter der Sportlichkeit ein Frevel, für knauserige Controller ein Segen. Bei Frontmotor und Frontantrieb entfällt der Antriebsstrang zur Hinterachse. Äußerlich ist die Familienkutsche aber dennoch als BMW erkennbar. Der Tourer fährt mit seiner ansteigenden Motorhaube und dem kräftigen Heck gegen die Konkurrenz in Form von Mercedes B-Klasse und Co. vor. Unterm Blech stehen die Motoren der Zweierbaureihe bereit. Zunächst jedoch nur in Form des 218i mit Dreizylindermotor. Der 2-Liter Reihen-Vierzylinder heißt im Active Tourer jetzt 225i. Außerdem gibt es einen Vierzylinder-Diesel als 218d. Wann der neue BMW beim Händler steht, ist noch nicht bekannt.